So, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hatte ich euch schon erklärt im ersten Video, wie schnell praktisch Windows, also praktisch ein neuer Rechner hier hochfährt, wenn Windows nur auf einer SSD installiert ist. Also Computer ist aus, also überhaupt kein Signal. Und ab jetzt drückt ihr den Knopf und dann werdet ihr ja sehen, praktisch wie schnell Windows hochfahren kann, wenn Windows wirklich nur auf einer SSD installiert ist. So. Und dann gucken wir mal, hier kommt schon das Windows 10 Symbol. Da ist auch schon Windows 10 und schon ist der Rechner hochgefahren und ist auch sofort einsatzfähig. Also Programme öffnen sich wirklich in Millisekunden, in Sekunden ist da Windows offen. Ja, und jetzt Programme, dann könnt ihr da sofort loslegen. Gut, im nächsten Video zeige ich euch ja mal die ganzen BIOS-Einstellungen. Also, haut da rein, bis dann.